Wer sagt, dass der Tod nicht lustig sein kann oder zumindest ausbaufähig? Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch die Top 10 der schlechtesten Filmtode. Bevor wir anfangen, abonnieren nicht vergessen, um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen. Für diese Liste schauen wir uns Szenen von eigentlich guten Filmen an, bei denen der Schauspieler seinen Tod so schlecht spielt, dass der Zuschauer mindestens aus der Story gerissen wird und vielleicht sogar ein lautes Lachen unterdrücken muss. Wie immer ist ein Spoiler-Alarm angebracht. Everything will be all right. Good night, Johnny. Nummer 10. Danke. Mission Impossible 3. Lindsay, I'm going to short out the explosive in your hand. You're going to be okay. You don't need 30 seconds. Spannung ist nicht leicht aufrechtzuerhalten, aber Comic-Sounds helfen dabei nicht gerade. Die Rettung von Lindsay Ferris vor den Gangstern war für Ethan und seine Leute noch nicht alles. Als sie den winzigen Sprengsatz in Ferris' Gehirn bemerken und versuchen, den Defibrillator zu entschärfen, steigt die Spannung erneut. Bis zu dem Moment, als Ferris Ethan ein letztes Danke haucht. Ethan, thank you. Leider wirkt Carrie Russells Sterben mit den Zombie-Augen und dem Kopfverdrehen unterlegt mit seltsamen Soundeffekten eigentlich nur komisch. Nummer 9. Warum passiert das mit mir? The Room. Why, Lisa? Why? Why? Manche Leute brauchen wirklich einen Regisseur, der einem sagt, wenn es reicht. Nachdem Johnny herausgefunden hat, dass seine Freundin und sein bester Freund eine Affäre haben, wird Johnny wütend und will sich umbringen. Es schmerzt schon ihn wie einen tobenden Teenager dramatisch, warum? Und es ist vorbei, schreien zu hören. Seinen Abschied verkündet er mit God, forgive me. Overacting und Slow-Mo. Schauspieler und Regisseur Tommy Wiseau schafft es, schon zurückzufallen, bevor sich der Schuss aus der Waffe löst. Die ganze Szene wirkt eher wie eine Schulaufführung als ein Spielfilm. Deshalb sind wohl die meisten Regisseure nicht gleichzeitig Schauspieler in ihrem eigenen Film. Wake up, Johnny, come on! Is he dead? Nummer 8. Nicht die Bienen, The Wicker Man. I'm not one of you! I don't believe in your God! Wenn man zu Tode gefoltert wird, ist das sicherlich ein Grund zum Schreien. Aber der Klang der Schreie kann das Publikum schon auch zum Lachen bringen. Auf der Suche nach seiner Tochter wird Nicolas Cage gefangen genommen und gefoltert. Nachdem ihm die Beine gebrochen werden, wird ihm ein Helm mit Bienen aufgesetzt. Seine Schreie reichen von sensibel über Gurgeln bis hin zu Fragen, wo die Bienen seien. Als Cage versteht, was dann passieren soll, ist es wirklich zu viel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und, nachschlaggefällig, als der Bienenkorb anfängt zu brennen, verwandelt sich plötzlich Cage Geschrei in ein sirenenartiges Heulen, das eher nach einem Polizeiauto klingt als nach ihm. Nummer 7. An gebrochenem Herzen gestorben. Star Wars Episode 3. For reasons we can't explain, we are losing her. She's dying. Hier war die Macht nicht besonders stark. Nachdem Anakin Padme gewürgt hat, bringt sie völlig erschöpft und am Rande des Todes ihre Kinder zur Welt. Zunächst ist in dieser Szene unklar, ob sie tatsächlich stirbt, da sie scheinbar keine Schmerzen hat. Sie sieht sehr erschöpft aus und ist gerade noch in der Lage, ihrem Kind ohne zu zögern seinen Namen zu geben. It's a girl. Aber dann wird es ganz unglaubwürdig, als Natalie Portman ihre Augen schließt und verkündet, Anakin sei doch eigentlich gut, dann das klassische Wegzucken. Nicht sehr überzeugend. There's good in him. I know. I know there's... Still. Nummer 6. Bereite dich darauf vor. The Dark Knight Rises. Showed me how to operate the reactor. Nur weil man einen Oscar gewonnen hat, heißt das nicht, dass alles gut aussieht. Bei der Verfolgungsjagd mit anschließendem Crash wird Talia al Ghul tödlich verletzt. Sie stirbt aber erst, nachdem sie ihren Schurkenmonolog über den Masterplan losgeworden ist. Dazu gehört das geflüsterte Hauchen und das Erstarren der Augen. There's no way this bomb will be stopped. Sie bewegt auch ziemlich oft unnötig ihren Kopf, bis sie dann endlich die Augen schließt.
Das ist keine wirklich professionelle schauspielerische Leistung einer Oscar-Gewinnerin. My father's work is done. Nummer 5. Oh, Spider-Man. You spun your last web, Spider-Man. Es ist schon erstaunlich, wie sehr ein paar Worte eine ganze Szene verändern können. Am Ende des erbitterten Kampfes gibt Norman Osborn sein letztes Plädoyer für Spider-Mans alter Ego. Give me your hand. Believe in me, as I believed in you. Als das nicht funktioniert, versteinert sich Osborns Gesicht und er grunzt. Godspeed, Spider-Man. Als sein Wurfgleiter auf sie losschießt und Peter aus dem Weg springt, gibt William Dafoe ein irritierendes Oh. von sich, bevor seine Bewegungen erstarren. Dann folgen seine letzten grotesken Worte, bevor er auf komikhafte Weise zusammenbricht. Peter, don't tell Harry. Nummer 4. Es musste so kommen. Der Wolfman. You're heir to my kingdom, Lawrence. You've always been heir to my kingdom. Nicht alle Verwandlungen verlaufen reibungslos. Nach dem Kampf mit einem anderen Werwolf jagt Lawrence seine geliebte Gwen, bis sie endlich die Kraft aufbringt und ihn erschießt. Nach seiner menschlichen Rückverwandlung erwacht er mit leerem Blick und flüstert seltsam: It had to be this way. Es folgt ein weiterer entleerter Blick, ein letzter Dank, das klassische Zucken und Wolfman erschlafft in den Armen seiner Geliebten. Eher unwahrscheinlich, dass Benicio del Toro diese Szene in sein Showreel packen wird. Thank you. Nummer 3. Papa? Der Pate 3. Dad? Why are you doing this to me? Als sie aus der Oper kommen, fragt Michaels Tochter Mary ihn ungeschickt, warum er ihre Beziehung ruiniert hat und stottert sich dabei durch die Zeilen. You don't have to do this to me, please. Bei dem Versuch, Michael zu töten, wird Mary versehentlich getroffen, aber sie humpelt bereits vorher, bevor sie getroffen wurde. Dad. Ohne Anzeichen von Schmerzen im Gesicht ruft Mary ein letztes Mal nach ihrem Vater, bevor sie hinfällt und augenblicklich stirbt. Die Szene wird glücklicherweise von Diane Keatons und Al Pacinos Reaktionen gerettet. No! 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 Oh God, no, please! Nummer 2. Es hat Spaß gemacht. Star Trek, Treffen der Generationen. Did we do it? We make a difference. Bei dem Versuch, Captain Picard zu retten, wird Kirk tödlich verletzt. Während er seinen finalen Monolog hält, scheint sich Schauspieler William Shatner seiner Schmerzen nicht allzu sehr bewusst zu sein. Der Ausdruck seiner Augen suggeriert, dass er seinen Text wohl im Schlaf kann, obwohl ihm das Blut bereits aus dem Mund läuft. But the Captain of the Enterprise. Die restliche Anteilnahme wird mit einem erstarrten Lächeln und einem komplett deplatzierten Oh mein. Zerstört, dass selbst George Takei zu viel gewesen sein wird. Dann das letzte Todesrasseln, Kopfdrehung und starrer Blick in die Kamera. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, gibt es hier eine lobenswerte Erwähnung. Nummer 1. Ready for the big ride im Körper des Feindes. Every time you look in the mirror, you'll see my face. Im dramatischen Showdown zerschneidet Castor Troy sein Gesicht mit einer Scherbe und nimmt Sean Archers Identität an. Ausweglos erledigt Archer im vertauschten Körper Troy mit einer Harpune und schreit ihm dabei ins Gesicht. Obwohl das schon absurd genug klingt, wechselt der sterbende Archers Gesicht tragende Troy wieder zu seiner Stimme. Mit seinem letzten Atemzug wiederholt Troy mit der Stimme von Nicolas Cage die Zeilen: Bereit für die große Fahrt, Baby? Das seltsame Wimmern ist so albern, dass es dem Film zu einem Kultklassiker verholfen hat. You okay, Archer? What did you call me? Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.